Willkommen zurück zum D-Space-Praxistreffen 2022. Wir hören jetzt einen Vortrag aus der Universität Bamberg. Die Universität Bamberg hat letztes Jahr auf dem D-Space-Anwendertreffen 2021 einen Thementisch, eine Diskussionsrunde angeboten zur Frage zum Umgang mit verschiedenen Versionen von einem und demselben Dokument, also Artikel, die vielleicht erst rein über die Bibliografie reinkommen als rein bibliografische Einträge, dann später vielleicht als Preprint eine Preprint-Version bekommen oder eine Verlags-Layouts-Version bekommen. Das war eine sehr kontroverse Diskussion, sehr spannende Diskussion, wie ich gehört habe. Und ich bin sehr gespannt, was das Follow-up ist, das wir dieses Jahr zu diesem Thema bekommen. Ich begrüße sehr herzlich Luise Rumpf und Florian Gantner. Vielen Dank für die Einladung des Vortrags. Herzlich willkommen. Auf geht's. Ja, danke für die Einführung. Es freut mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, dieses Jahr vorzustellen, was jetzt draus geworden ist, beziehungsweise was gerade im Werden begriffen ist, denn wir sind mitten in der Umsetzung. Unser Thema heute ist das nicht dasselbe? Nein, aber es gehört zusammen. Das ist ein Thema, was uns in Bamberg schon eine ganze Weile beschäftigt hat und wo wir richtig gemerkt haben, da clasht es zusammen. Da gibt es einerseits die Bibliothekare, die seit Jahrzehnten eine Uni-Bibliografie machen. Da gibt es andererseits Entwickler, die zum Teil vorher mit der Bibliothek gar nichts zu tun hatten. Und da gibt es Anwenderinnen und Anwender, die sich fragen, was soll das hier eigentlich? Wieso sieht das so komisch aus? Ich möchte erstmal kurz einen Überblick geben, was wir für ein D-Space im Einsatz haben und dann kurz erläutern, wo da genau eigentlich das Problem lag und was dieses Aufeinanderprallen verursacht hat. Und dann wollen Florian und ich gemeinsam schildern, wie wir damit umgegangen sind. Ich werde da eher die organisatorischen Aspekte erklären und Florian eher die technischen. Und im Anschluss freuen wir uns natürlich auf Fragen und auf eine Diskussion. Die Folien sind schon online und wir haben auch in den Folien nochmal einen Link gesetzt zu dem Thementisch vom letzten Jahr. Da kann man nochmal nachgucken, was da eigentlich so der Ausgangspunkt war. Alle Screenshots, die ich jetzt hier in den Folien drin habe, sind auch verlinkt in dem PDF. Das heißt, wenn Sie das parallel irgendwie angucken wollen, können Sie das auch gleich aufrufen. Ja, wir haben in Bamberg ein Forschungsinformationssystem auf Basis von D-Space Quiz 5.10 seit Oktober 2019. Forschungsinformationssystem, Publikationsserver, also institutionelles Repository und Uni-Bibliografie für Publikationen. Die läuft bei uns schon ganz, ganz lange, ist jetzt halt mittlerweile in das Quiz mit aufgegangen. Und jetzt neu als Bibliografie auch für Forschungsdaten und vielleicht auch relevant für den technischen Hintergrund. Wir haben das alles in einer Sammlung. Also wir haben Publikationen, Volltexte, Forschungsdaten und bibliografische Angaben in einer gemeinsamen Sammlung. Insgesamt haben wir ungefähr 51.000 Einträge im FIS, davon gut 4.000 mit Volltexten. Und bei diesen Volltexten ist es wiederum so, dass der kleinere Teil Erstveröffentlichungen sind. Das sind zum Beispiel Dissertationen oder aber auch Bücher aus unserem Uni-Verlag. Und gut 2.000 Dokumente sind Zweitveröffentlichungen. Das heißt, das sind Publikationen, die irgendwo anders zuerst veröffentlicht wurden und die dann entweder in der Verlagsversion oder in der Autorenversion oder in irgendeiner Version einfach noch ein zweites Mal im Forschungsinformationssystem veröffentlicht worden. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, ist das nicht dasselbe? Sie sehen hier einen Ausschnitt aus einer Trefferliste in B-Space. Zwei gleich benannte Publikationen, eine von 2017 mit Volltext, eine von 2016 ohne Volltext. Und da unten eine kleine Schafherde. Florian hat mich gebeten, das mit Schafen zu illustrieren und ich hoffe, dass die uns ein bisschen helfen, klar zu machen, worum es eigentlich geht. Ist es nicht eigentlich alles dasselbe? Nein, es ist nicht dasselbe. In diesem Fall zeige ich das nochmal anhand der Literaturangaben. Das eine von 2017, das mit dem Volltext, das ist die Zweitveröffentlichung. Das ist das, was also bei uns im Repository veröffentlicht wurde. Deswegen steht da auch als Literaturangabe, als Verlagsangabe Bamberg Opus. So, das war ja unser früherer Publikationsserver, wurde dann halt migriert. Und das untere, das ist die Literaturangabe von dem Originalartikel. Ja, also das ist die eigentliche Quelle, da kommt das her. So, und weil wir jetzt eine Uni-Bibliografie haben, wollen wir diese Einträge beide haben. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bekommen bei uns auch für ihre Publikationen, die sie melden,
Punkte und es gibt da gewisse finanzielle Anreize und die sind auch angehalten, das beides zu melden. Also sowohl, wenn sie irgendwo was veröffentlichen, was einfach nur woanders erscheint und gar nicht als Volltext ins FIS kommt, dafür kriegen die Punkte und dann kriegen sie nochmal extra Punkte, wenn sie eine Version davon ins FIS hochladen. So, das heißt, wir wollen das in der Bibliothek unbedingt beides haben und das muss beides in das FIS rein. Aber niemand möchte, dass seine Literaturliste so aussieht. Das ist nämlich nicht genau dasselbe, aber es gehört zusammen. Es geht also jetzt um diese Fälle, wo die Erstveröffentlichung woanders stattgefunden hat. Also alle Dokumente, die in unserem Uni-Verlag entstanden sind oder Bamberger Dissertationen oder so, sollen jetzt hier keine Rolle spielen. Bei denen ist das ja easy. Für die macht man einen Eintrag in DSpace und hängt den Volltext an und fertig. Da ist klar, das ist diese eine Literaturangabe, die stimmt so und dazu die Datei, das passt auch. Sondern hier geht es jetzt um die Fälle, wo die Erstveröffentlichung woanders stattgefunden hat, zum Beispiel in irgendeiner Zeitschrift, in irgendeinem Buch, wo auch immer. Da haben wir für diese Erstveröffentlichung normalerweise einfach eine Literaturangabe mit den Infos von der Verlagsversion. Das ist, habe ich gerade schon erwähnt, relevant für unsere Uni-Bibliografie, für diese leistungsorientierte Mittelvergabe. Bei den neueren Titeln haben die meistens auch einen eigenen DOI, bei den älteren natürlich nicht. Und was für uns auch noch relevant ist, wir haben in DSpace keine Lizenzinfos dazu, weil wir halt den Volltext nicht haben. Dazu haben wir nur den bibliografischen Eintrag. Heißt auch, wir müssen nichts an die DNB abliefern, weil es keine Zweitveröffentlichung ist. Diese Erstveröffentlichung, diese bibliografischen Einträge sind jetzt mal im Folgenden die schwarzen Schafe. Und jetzt kommen noch die weißen Schafe, das sind unsere Zweitveröffentlichungen im FIS. Also zum Beispiel Preprints oder Open Access Artikel oder Retro-Digitalisate, alles Mögliche. Von denen haben wir natürlich auch die Literaturangabe und den Volltext und beides ist relevant für unsere Uni-Bibliografie. Manchmal haben wir auch noch einen eigenen DOI. Also in den Fällen, in denen zum Beispiel die erste Veröffentlichung keinen DOI hat, vergeben wir einen, damit man das gut wiederfinden kann. Und das ist natürlich dann ein anderer als ein DOI von der Erstveröffentlichung. Wir brauchen für die Volltexte Lizenzinfos in DSpace. Und wir müssen die natürlich auch an die DNB abliefern. Wir bekommen die URN und so weiter. Und es gibt Metadaten, die einfach etwas abweichen von denen der Erstveröffentlichung. Zum Beispiel Erscheinungsjahr und Ort, das haben Sie eben schon gesehen. Da stand jetzt in dem einen Fall Bamberg, in dem anderen Fall weiß ich gerade gar nicht mehr, was der ursprüngliche Erscheinungsort war. Es war auf jeden Fall ein anderer. Und auch die Verlagsangabe, Opus oder Otto-Friedrich-Universität und bei den Erstveröffentlichungen natürlich der entsprechende Verlag. Dazu kommt dann bei uns noch, wir haben für alles mit Volltexten eine kleine Schleife eingebaut. Das wird tatsächlich noch ganz klassisch bibliothekarisch sacherschlossen und mit EDC und RVK und Schlagwörtern vergeben. Ausgestattet. So. Das haben wir normalerweise bei den Bibliografie-Einträgen nicht. Wie kriegt man das jetzt zusammen? Wie sieht das aus bei uns? So, dass nach außen nur noch ein Eintrag sichtbar ist. Ich habe unten wieder einen Screenshot eingefügt aus der Trefferliste. Hier sieht man jetzt die Kurzansicht von dem bibliografischen Eintrag, also unserem schwarzen Schaf. Ursprünglich ist dieser Text 2016 erschienen. Das ist also das, was man dann findet mit den Literaturangaben des bibliografischen Eintrags. Aber Sie sehen auch hier in der Trefferliste, links steht das Volltextsymbol mit dabei. Das heißt, es wird so zusammengeführt, dass man einerseits die Literaturangaben des ursprünglichen Beitrags sieht und dazu die Datei oder die Dateien von anderen Versionen. Und diese Versionen bekommen ein eigenes Handle und eigene Metadaten, was sie eben auch brauchen, weil die Metadaten ja zum Teil abweichen. Und wir die auch noch weitergeben müssen an die DNB. So, konkret heißt das, in dem bibliografischen Eintrag zeigen wir zusätzlich an, dass es einen Volltext gibt. Wenn dieser Volltext einen eigenen DOI hat, zeigen wir den mit an und die Nutzungsbedingungen natürlich. Und wir übernehmen auch die Sacherschließungsdaten aus der Zweitveröffentlichung in den bibliografischen Eintrag. Diese Handles, die wir haben mit den Zweitveröffentlichungen,
diese Seiten, die gibt es, ja, die sind auch öffentlich sichtbar, aber wir haben sie in diversen Ansichten erstmal versteckt, standardmäßig. Wenn man das Handle weiß, kann man sie aufrufen, aber man findet sie eben nicht mehr über die Suche, sie werden in den Trefferlisten nicht mehr angezeigt, sie werden über OData nicht mehr ausgegeben, in Publikationslisten und so weiter. Das heißt, nach außen sieht es so aus. Das ist jetzt hier der Eintrag von, also der bibliografische Eintrag, und oben rechts in dem Kästchen sind die Angaben von der Zweitveröffentlichung. Und das ist alles, was der Otto-Normalnutzer, die Otto-Normalnutzerin von dieser Zweitveröffentlichung sieht. Wenn man jetzt natürlich da auf den DOI klickt, kommt man zu dem Eintrag, zu dem öffentlich sichtbaren Handle der Zweitveröffentlichung, was wir aber sonst nirgendwo zeigen. Hier auch nochmal ein anderes Beispiel. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus einer Ansicht von einer Zweitveröffentlichung, also eine dieser Seiten, die man nur über den direkten Zugriff findet. Und hier sieht man, ist neu dazugekommen die Quelle und ist eine Version von. Hier wird also der DOI des ursprünglichen Artikels mit angegeben. So, und jetzt soll es darum gehen, wie das technisch funktioniert. Das macht Florian und dann komme ich am Ende nochmal. Genau, technisch haben wir das so gelöst, dass wir quasi ein eigenes Vokabular nutzen und die Beziehungen rein über Metadatenfelder mit entsprechenden AVBTs auf andere Dokumente abbilden. Das heißt, wir haben quasi ein Metadatenfeld, wo abgespeichert ist, dieses Dokument ist eine Version eines anderen Dokumentes. Wir haben ein Metadatenfeld, wo der Typ der Version abgespeichert ist. Das ist eine Teilmenge der Info-EU-Repo-Typen, die die Universitätsbibliothek dafür ausgewählt hat. Und wir haben ein Metadatenfeld, wo die Sichtbarkeit des Dokuments abgespeichert ist, was quasi dann da steuert, ob es in der Suche auffindbar ist oder nicht. Weiter. Genau, wie funktioniert das technisch? Man sieht quasi an der Seite des Dokuments verschiedene Informationen von einem anderen Item. Das heißt, wenn ein Dokument geladen wird, werden die anderen Items geladen oder quasi bestimmt. Und dazu werden dann in der Kurzansicht weitere Informationen wie DOI oder dessen Lizenz, wie auch ein Link auf den Hauptbitstream angezeigt. Was man jetzt als normaler Nutzer nicht sieht, ist quasi ein Kasten oder verschiedene Kästen darunter. Das heißt, die Mitarbeiterinnen der Universitätsbibliothek haben die Möglichkeit, eine neue Version zu ergänzen. Der Button ruft quasi ein Servlet auf und kopiert alle öffentlichen Metadaten in ein neues Workspace-Item, was dann bearbeitet werden kann und als neue Version eingereicht werden kann. Ebenso gibt es die Möglichkeit, quasi die Hauptversion zu ändern. Das heißt, man hat ein Dropdown-Menü, kann auswählen, welche Version ist jetzt die, die in der Suche gefunden werden soll. Und wenn man das abspeichert, dann werden automatisch alle Dokumente, die auf die bisherige Hauptversion verwiesen haben, quasi geupdatet und deren Sichtbarkeit etc. gesetzt. Genau, die Versionen, die sind in der Suche versteckt, sind wir quasi einfach über Solarqueries ausgebunden. Man kann aber, wenn man das Handle weiß, auch die Dokumente weiterhin abrufen. Beispielsweise ist es für Schnittstellen wichtig, die bestimmte Landingpages erwarten, auch wenn Versionen abgeliefert werden. Für die Registrierung zu Grossref haben wir deswegen quasi über die Beziehung Publikation zu Publikation ein virtuelles Metadatenfeld, wo die DOI des referenzierten Dokuments angezeigt wird, wie Frau Rumpf auf dem einen Screenshot vorher gezeigt hat. Ebenso haben wir den Push unserer Publikation an die ORCID-API ein bisschen angebohrt und tun auch dort Versionen kennzeichnen. Ebenso laufen da noch nächtliche Grundjobs, die quasi bestimmte Dokumentenfelder wie den wie zum Beispiel Abstract oder Stichwörter von den Versionen zur Hauptversion kopieren, sodass das Publikationswesen da keinen Bedarf hat, die händisch zu kopieren.
Genau. Was sehen wir jetzt als Unterschiede zur DSpace Item Level Versioning an? Wie es die Standard DSpace Installationen bieten? Also so grob als Formel zusammengefasst ist eine Version wahrscheinlich die den Status eines Items, seiner Metadaten, der Dateien, der Nummer und einen Kommentar zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also es gibt quasi ein existierendes Items, wo linear immer verschiedene Änderungen am Metadaten oder Bitstreams gemacht werden und die werden dann irgendwann versioniert zu verschiedenen Ständen. Bei uns war die Ausgangslage ein bisschen anders. Das heißt, wir hatten bereits verschiedene Items, die existierten und die sollten auch nicht zurückgezogen werden. Nun kommt dazu, dass wir ändern eigentlich die ganze Zeit Daten an den Metadaten, bereinigen die, verknüpfern die, verfeinern die und setzen die in neuen Forschungskontexten, sodass diese Art der Versionierung für uns unübersichtlich wäre. Und zudem kommt dazu, dass die genauen Anforderungen an die Versionierung an unseren Entwickler zunächst nicht klar waren und deswegen waren von uns die Änderungen an der Item-Level-Logik nicht abwägbar, also es wäre nicht abwägbar zu beurteilen, welche Auswirkungen das hätte im Punkt auf Wartung und Weiterentwicklung. Genau, zu den Wegen noch, also quasi die Personen, die bei uns Versionen anlegen können, in diesem Fall die Universitätsbibliotheksmitarbeiterinnen, sehen dann in den Eingabeformularen die quasi die verschiedenen Felder sehen, okay, ein Dokument ist jetzt in der Suche sichtbar oder nicht, den Typ der Version etc. und können so auch retrospektiv Versionen und Hauptversionen miteinander verknüpfen, die bereits existieren. Ebenso sieht man eine Mail zur Freischaltung, quasi wenn Versionen erstellt wurden oder quasi verknüpft wurden, gibt es die Möglichkeit, den Mailversand an die Autoren und den Einsteller zu unterbinden. Und der Wege gibt es viele. Florian hat es gerade erwähnt, dass am Anfang viele Anforderungen auch sich erst noch ein bisschen herauskristallisieren mussten, gerade weil es diese vielen Wege gibt. Es gibt ja die Variante, es ist einfach beides schon im Forschungsinformationssystem vorhanden, sowohl der bibliografische Eintrag von der Erstveröffentlichung als auch die Zweitveröffentlichung mit dem Volltext. Das ist der relativ einfache, schöne Fall, mit dem wir jetzt gerade hauptsächlich beschäftigt sind. Man muss es einfach nur nachträglich verknüpfen mit dem, was auf der letzten Folie zu sehen war, dass man hier einfach eingibt, okay, hier handelt es sich um eine Version von, und zwar um diese oder jene. Und standardmäßig ist das hier auf Verbergen eingestellt. Was da manchmal ein bisschen schwierig ist, ist den Typ der Version festzustellen. Oft ist es einfach, wenn das im Verlagslayout ist, aber wenn man da irgendwas von 1987 auf Japanisch hat, dann gestaltet sich das Aussuchen dieses Versionstyps manchmal als nicht ganz so einfach. Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, das verpflichtend zu machen, einfach damit wir uns da auch an das Standardvokabular halten. Und im Zweifelsfall muss man da dann mal ein bisschen länger suchen, was es denn jetzt eigentlich ist. Aber dafür ist das dann auch anschlussfähig. Dann haben wir die Variante, der bibliografische Eintrag ist da und die Zweitveröffentlichung kommt neu dazu. Das funktioniert über die Verknüpfung. Dies ist eine Version von und wir machen es so, dass wir die Zweitveröffentlichung dafür neu anlegen im Moment. Florian hatte ja auch vorgestellt, dass es die Möglichkeit gibt, eine Version zu kopieren. Das können wir jetzt im Moment natürlich machen. Das kann im Moment aber noch niemand anderes. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Wissenschaftler einen Artikel schon gemeldet hat und 1,5 Jahre später kommt er von selber auf die Idee, ach, eigentlich könnte ich den Volltext ja auch mal ins FIS hochladen, dann läuft das im Moment noch über uns. Diesen Button mit dem Version jetzt hinzufügen, den haben im Moment nur wir UB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das planen wir auszuweiten, das ist im Moment aber noch nicht so. Das heißt, es passiert jetzt auch immer noch, dass Leute uns Zweitveröffentlichungen melden. Und wenn die das machen, haben die natürlich keine Ahnung von unseren bibliothekarischen Besonderheiten und schicken uns dann ihre Zweitveröffentlichungen mit den bibliografischen
Daten von der Erstveröffentlichung. Das heißt, da müssen wir dann immer noch so ein bisschen rumwursteln, verknüpfen das dann aber auch über diese Ist-Version von und fertig ist die Glaube. So, und dann gibt es noch den Punkt, wir haben die Zweitveröffentlichung im FIS, aber die Erstveröffentlichung noch nicht. Das ist gar nicht so selten, weil es einige Leute gab, die sehr, sehr viele Publikationen im FIS zweitveröffentlicht haben. Und das Einzige, was wir da haben, ist ein Quellenfeld, was nicht wirklich automatisch auswertbar ist. Und wir hatten uns am Anfang dafür einen Workflow überlegt, dass man dann halt auch eine neue Version anlegt und dann später die Versionen miteinander tauscht und die andere zur Hauptversion macht und so. Das hat sich in der Praxis als wesentlich umständlicher herausgestellt, als wir uns das vorgestellt hatten, weil man einfach völlig aufpassen muss, dass man das nicht verwechselt. Was ist jetzt hier das weiße Schaf und was ist das schwarze? Was ist sichtbar, was ist jetzt auf einmal unsichtbar? Da kann man sich sehr schnell vertun und wenn man nicht nur eine so eine Verknüpfung am Tag bearbeitet, sondern viele, 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 dann ist das echt so, ist das echt gefährlich, weil man da die ganze Zeit aufpassen muss. Deswegen sind wir jetzt dazu übergegangen, den bibliografischen Eintrag einfach neu anzulegen. Und zwar idealerweise einfach über einen DOI-Import, wo auch immer das geht. Wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, es ist einfacher mit okayen Metadaten loszulegen, als mit teilweise sehr guten, aber teilweise eben einfach auch falschen oder unpassenden Metadaten weiterzuarbeiten. Das heißt, hier sind wir eigentlich dazu gekommen, wir verknüpfen es auch im Nachhinein und machen den bibliografischen Eintrag neu und versuchen nicht, den bibliografischen Eintrag aus dem Eintrag der Zweitveröffentlichung zu erstellen. Ja, das sind unsere Umwege und Irrwege. Den einen habe ich gerade schon erwähnt. Dieses Tauschen von Versionen, das brauchen wir eigentlich gar nicht für den Zweck, für den wir das ursprünglich gedacht haben. Das Einzige, wofür das für uns jetzt gerade noch praktisch ist, ist, dass man, ich gehe nochmal ein paar Folien zurück, dass man hier unten auch sehen kann, die Handles von allen Versionen, die da dranhängen, die ja sonst nirgendwo öffentlich sichtbar sind. Wenn man jetzt damit beschäftigt ist, das umzutauschen oder so, dann findet man sie hier. Das ist eigentlich das Einzige, wofür wir das im Moment noch nutzen. Die Sichtbarkeit der Versionen hat sich jetzt rausgestellt, für uns brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. Denn es ist eigentlich immer der bibliografische Eintrag, der sichtbar ist. Und alle Versionen mit Volltext davon sind immer unsichtbar. Und der dritte Punkt, an dem wir im Moment noch so ein bisschen zu knabbern haben, ist die Konfiguration von Mail-Benachrichtigungen. Wer wird wann, auf welchem Weg, worüber informiert? Weil es ja ganz viele verschiedene Anwendungszwecke gibt für diese Versionen. Zum Beispiel, wir bekommen über DeepGreen irgendwelche Daten und möchten dann den Autor nur noch im Nachhinein informieren. Wir haben übrigens aufgrund von Blub Ihre Publikation freigeschaltet. Oder aber jemand hat Mittel beantragt für eine Open Access Publikation und das wird aus dem Open Access Fonds der Uni bezahlt. Es kommt dann natürlich auch ins Volltext, als Volltext im FIS. In dem Fall wollen wir auch nur noch einfach den Autor benachrichtigen. Dann gibt es aber auch Fälle, in denen wir wirklich wollen, dass die Leute nochmal drüber gucken, ob das wirklich alles so passt. Es gibt diese Standard-Mails, die von DSpace versendet werden, wenn was neu freigeschaltet wird. Die werden nicht versendet, wenn man irgendwas bearbeitet, was schon freigeschaltet ist. Und wir haben auch ein Ticketsystem im Einsatz und da jetzt genau festzulegen, welche Mails wollen wir eigentlich in welchen Fällen versenden und was davon soll in DSpace passieren, das hat sich als umwegbehafteter herausgestellt, als wir mal ursprünglich gedacht haben. Kurzer Ausblick noch zum Schluss. Wie weit sind wir? Wir haben ja, ich hatte gesagt, 2555 Zweitveröffentlichungen im FIS. Stand vorgestern waren 348 davon schon versioniert. Beim Rest steht das noch aus. Das heißt, da wissen wir, was zu tun ist. Und es ist natürlich auch so, dass wir das bei allem, was jetzt neu kommt, standardmäßig machen. Was demnächst kommen soll, ist, dass wir eben diesen Button Version ergänzen für alle angemeldeten User öffnen. Das heißt, das sind bei uns alle Uni-Mitarbeiter und ein paar Hiwis, die dafür extra freigeschaltet wurden. Wir sind dabei, einen Zweitveröffentlichungsservice zu implementieren, der im Hinblick auf diese ganze Geschichte mit den Benachrichtigungen, Mails, Workflows, die da hinten dann noch dranhängen, die jetzt gar nicht unbedingt mit DSpace zu tun haben, noch einiges an Integration erfordern wird. Und dann ist natürlich wie immer die große Frage, wie machen wir das in DSpace 7? Bei uns hat sich das jetzt so eigentlich ganz gut bewährt. Machen wir das jetzt nochmal von vorne neu? Oder machen wir es doch anders? Es wurde eben auch schon angesprochen, Versionierung in DSpace 7 ist umgesetzt. Wie sieht die aus? Können wir die vielleicht doch so umbiegen, dass die für uns auch gut passt? Für uns hängt es halt einfach immer daran,
Wir haben keine Versionierung im Sinne einer zeitlichen Versionierung und wir haben halt eine Hierarchie da drin. Wir haben das eine Ausgangs-Item und wir haben dann die Items wieder dranhängen. Und das war bis jetzt eben bei dem DSpace Item-Level-Versioning nicht der Fall. Okay, soweit von uns und jetzt bin ich gespannt auf Fragen. Vielen Dank für den Vortrag. Es gibt Fragen angesichts der Zeit, bitte ich um eine knappe, schnelle Antwort. Erste Frage, wie habt ihr Items aus der Suche ausgeblendet? Habt ihr sie in DSpace auf privat gesetzt oder habt ihr das anders programmiert? Und habt ihr auch an Sitemaps gedacht für Suchmaschinen und an die OIP in der Haarschnittstelle? Genau, wir benutzen ja hauptsächlich Explore-Seiten und haben da einen entsprechenden Default-Queries das entsprechende Metadatenfeld, was die Sichtbarkeit negiert, quasi ausgeblendet. Also Anpassung des Suchqueries. Wir haben uns dagegen entschieden, auf privat zu setzen, damit sie auch weiterhin in den Sitemaps für die Suchmaschinen auffindbar bleiben und dann OIPMH-Schnittstellen das Bedenken unserer Kollegen in der Universitätsbibliothek, dass die Versionen entsprechend mit oder nicht mitgepusht werden, wo erwünscht wird. Danke. Was sprach gegen die Darstellung der verschiedenen Versionen innerhalb nur eines Items? Die abweichenden Metadaten. Dass die zwei Publikationen an die DNB gesendet werden müssen und dass zum Beispiel die Verlagsangaben sich unterscheiden. Gibt es auch Erstveröffentlichungen mit Volltext und wird dort auch in Nachweis- und Volltextversion getrennt? Die gibt es auch und bei denen wird es nicht getrennt. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch den Unterschied. Bei den Erstpublikationen steht in dem entsprechenden Kästchen Volltextdateien und bei den versionierten steht FIS-Volltextdateien. Verstehe ich es richtig, dass es bei euch kein Add-Fulltext gibt zum Ergänzen eines Volltextes an einen bibliografischen Datensatz, sondern stattdessen das Anlegen einer neuen Version nötig ist? Genau. Gut. Das waren die Fragen. Vielen Dank für den Vortrag, für das Follow-up aus dem letzten Jahr. Oh, eine Frage wird noch nachgereicht. Alle Versionen sind aber über OIE etc. verfügbar und werden prinzipiell auch an die DNB gemeldet. Grundsätzlich ja. Wir haben ein separates Feld, was man extra auf Nein setzen kann, wenn man etwas nicht an die DNB liefern will. Aber die Zweitveröffentlichungen sind ja genau das, was wir normalerweise an die DNB auch liefern. Und der Haupteintrag, der gemeldet, der angezeigt wird, ist quasi immer der bibliografische Eintrag. Und dann werden dort die einzelnen PDF-Dateien nur verlinkt. Genau. Und wenn ihr Versionen habt mit mehr als ein, also mit, wenn ihr Dateiversionen habt, wird dort nur eine verlinkt oder werden dann alle dort verlinkt? Ich habe extra für den Vortrag nach Beispielen gesucht mit sowas. Sie haben es im Moment nicht. Also es ist grundsätzlich möglich, dass man mehrere Versionen anhängt. Ja. Auf verschiedene oder sogar, es wäre theoretisch auch möglich, mehrere vom gleichen Typ anzuhängen, aber wir haben im Moment einfach noch keinen Fall davon. Super, dann herzlichen Dank für den Vortrag. Vielen Dank für das Follow-up aus dem letzten Jahr.